Mindestens für die nächsten 6 Jahre wird der German Bowl in Deutschlands renommiertester Football-Arena zu Hause sein. Das gab American Football-Verbandspräsident Robert Huber bei der aus diesem Anlass im Frankfurter Magistratssaal stattgefundenen Pressekonferenz bekannt. In dem Stadion in Berlin wäre für uns kein Wachstum mehr möglich gewesen. Und nachdem wir halt über diese 6 Jahre kontinuierlich gewachsen sind, von 11.000 auf 15.000 Zuschauern, ist ja durchaus die Hoffnung und Vermutung, dass man auch weiter wachsen kann. Und in Berlin selbst ist halt die Stadionsituation so, dass halt das nächstgrößere Stadion das Olympiastadion ist. Und mit 78.000 Zuschauerplätzen, das war uns dann doch noch etwas zu optimistisch bei unserem Wachstumspotenzial. In Frankfurt war halt die Möglichkeit gleich über einen längeren Zeitraum. Und das ist natürlich für uns auch sehr sympathisch, weil es ist ja so, dass man nicht automatisch sagen kann, es wird jetzt auf Knopfdruck ein Erfolg. Aber wenn man weiß, man hat einen längeren Anlauf, dann hat man auch die Hoffnung, dass es ein Erfolg wird. Jedes Mal, wenn ich in das Stadion reinkomme und dann diesen amphitheaterförmigen Raum habe mit dem Videowürfel, dann hat man ein unheimlich tolles Raumerlebnis. Das ist wahrscheinlich, früher sind die Menschen in die Kathedralen gegangen, in den Petersdom, haben sich dort die Kuppel angeschaut. Und heute geht man in ein Fußballstadion, so wie jetzt die Commerzbank Arena, und sagt einfach wow. Man muss sich ja einfach vor Augen halten, jetzt auch heute, wo wir hier diese Pressekonferenz machen. Die findet statt im Magistratssitzungssaal der Stadt Frankfurt im historischen Römer. Das heißt also, es ist eine 1A-Location, wo man auch überhaupt nicht normalerweise reinkommt. Man kann den Raum nicht mieten, sondern die Stadt sagt, okay, wir laden euch ein. Und dann stellen die praktisch ihr Schmuckzimmer zur Verfügung. Und das zeigt ja auch schon den Stellenwert, den dann alleine jetzt eine Stadt Frankfurt einem einräumt. Und das ist ja jetzt nicht eine kleine Stadt, sondern das ist ja eine Stadt, die auf Weltniveau agiert. Und das ist dann auch sinnbildlich irgendwo für die Entwicklung von Football insgesamt.